Sehr geehrter Herr Kramer, lieber Horst Seehofer, meine sehr geehrten Damen und Herren, Horst Seehofer hat gesagt, er ist gekommen, um jetzt aufzupassen und der Kanzlerin hinterher zu berichten. Es gibt allerdings Leute in der CDU, lieber Horst Seehofer, die glauben, du seist der zweite Sozialdemokrat in der Großen Koalition. Und hier im Saal gibt es vielleicht ein paar, die das befürchten. Also von daher vielen Dank für die Einladung, bin gern gekommen. Und Herr Kramer, natürlich ist das ein Zeitpunkt, bei dem wir über die Frage reden müssen, wo stehen wir in Deutschland und Europa und welche Entwicklungen stehen uns bevor. Und Sie alle wissen, dass Anfang des Jahres die wirtschaftlichen Prognosen der Institute deutlich besser waren als jetzt. Wir haben als Bundesregierung ein bisschen schon vorsichtig agiert. Wir waren bei 1,8%, manche Institute schon darüber für dieses Jahr und auch für das kommende Jahr. Und wir sind jetzt bei 1,2% und bis zu 1,3% im kommenden Jahr. Trotzdem finde ich, muss man darauf hinweisen, dass es keinen Grund gibt, irgendwie Krisen- und Rezessionsgerede zu beginnen. Sie wissen besser als ich, dass sozusagen immer die Gefahr besteht, dass man damit self-fulfilling prophecies organisiert. Wenn man lang genug darüber redet, dass es schlecht wird, wird es schlecht. Und ein Blick in das letzte und in das vorletzte Jahr zeigt, dass Deutschland nach wie vor auf Wachstumskurs ist. Letztes Jahr hatten wir 0,4% Wirtschaftswachstum, im Jahr davor 0,7%, jetzt 1,2, im kommenden Jahr 1,3. Also keine abfallende, sondern eine aufsteigende Linie. Ich glaube, dass es wichtig ist, sich nicht über die Herausforderungen, vor denen wir stehen, zu drücken. Aber ich glaube, dass die Herausforderungen, zu denen ich gleich ein bisschen was sagen will, existieren. Völlig egal, ob wir jetzt 1,5, 1,8, 2 oder vielleicht sogar 3% Wirtschaftswachstum hätten. Je besser es uns geht, desto größer ist ja die Gefahr, dass wir den Eindruck haben, wir müssten nichts machen. Das ist dann sozusagen der Kern des Scheiterns, vor dem wir stehen. Ich sage das nur am Anfang deshalb, weil ich Sorge habe, dass auf der einen oder anderen Seite zu schnell das Rezessionsgerede beginnt und die Fundamentaldaten in Deutschland zeigen, dass dafür kein Anlass besteht. In diesem Jahr wächst die Beschäftigung, die Erwerbstätigkeit um 325.000 Menschen. Fast alle sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Wir haben mit über 42 Millionen Menschen die höchste Erwerbstätigenzahl in der Geschichte der Republik und mit über 30 Millionen sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter die höchste Zahl an sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, die wir jemals hatten. Und auch im kommenden Jahr sagen alle Prognosen voraus, dass die Beschäftigung weiter zunimmt. Die Arbeitslosigkeit sinkt auch in diesem Jahr nochmal. Wir haben gute Lohnabschlüsse in den Tarifverhandlungen und aufgrund einer moderaten und niedrigen Inflationsrate stärkt das die Kaufkraft. Das führt übrigens dazu, dass wir dieses Wachstum derzeit haben. Das ist wesentlich geprägt durch die Binnenkonjunktur. Ich weiß, dass die Arbeitgeberverbände sozusagen eine überschaubare Anzahl an Mitgliedern haben, die sich für den Mindestlohn in die Bresche legen würden oder für den Zugang zur Rente nach 45 Versicherungsjahren, sind vielleicht nicht gerade die populärsten Themen bei Ihnen. Aber was eben auch zur Wahrheit gehört, ist Mindestlohn, faire Renten, gute Tarifabschlüsse. Ich erinnere an die Aufforderung der Bundesbank noch vor wenigen Wochen zu hohen Lohnabschlüssen, sind der Beitrag zu diesem Teil der Binnenkonjunktur. Denn die Schwierigkeiten, die wir durch das abschwächende Wachstum bekommen, die sind alle durch sozusagen äußere Umstände entstanden und nicht durch die, die wir im eigenen Land haben. Wir haben natürlich eine Eintrübung durch die Russland-Ukraine-Krise. Ich will den Arbeitgebern ausdrücklich danken dafür, dass sie die Politik der Bundesregierung, dass wir nicht tatenlos zuschauen, wenn mitten in Europa jemand zu den politischen Instrumenten des 19. und 20. Jahrhunderts greift, dass sie das akzeptiert und auch öffentlich unterstützt haben, wohl wissend, dass natürlich das, was Sanktionen auslösen, vielleicht nicht unmittelbar zu schwächerem Wachstum führt, aber sagen wir mal, das Klima insgesamt natürlich beeinflusst. Und der Nordirak, Ebola, all das, was wir derzeit erleben, führt ja dazu, dass Sie die ersten drei Meldungen im Fernsehen haben, Sie Krieg im Irak, Ebola, Russland schickt wieder Lastwagen mit Waffen in die Ukraine, als nächstes kommt der Bericht über den Streik der Lokführer, dann der Piloten und dann komme ich und erkläre, dass das Wirtschaftswachstum sinkt. Da muss man schon aufpassen, dass man für die ersten fünf Meldungen nicht gleich mitverantwortlich gemacht wird.
aber ein bisschen ernsthafter. Natürlich ist das sozusagen, prägt das eine Stimmung der Zurückhaltung. Und deswegen ist es auch notwendig, was zu tun, keine Frage. Aber ich warne vor zwei Dingen. Erstens warne ich davor, dass wir jetzt eine Debatte beginnen über schuldenfinanzierte Konjunkturprogramme. Die Debatte kommt nicht von Ihnen, aber sie kommt sozusagen aus einem anderen Teil. Der Einzige, der jetzt versucht hat, zaghaft zu klatschen, war Ihr Geschäftsführer. Der ahnt noch nicht, was als Nächstes kommt. Also ich finde, konjunkturstützende Maßnahmen auf Schuldenbasis sind weder notwendig noch sinnvoll. Ich finde aber, ich bin mal gespannt, ob ich für den zweiten da auch noch einen Klatscher kriege. Ich finde allerdings auch, dass wir jetzt auch nicht sofort nach einem riesigen Kurswechsel in der Sozialpolitik rufen müssen. Weil natürlich die Herausforderungen, die wir haben, nichts mit Mindestlohn und nichts mit Rentenbeschlüssen zu tun haben. Das will ich gleich noch ein bisschen erläutern. Im Kern allerdings ist die Schwäche der wirtschaftlichen Entwicklung Europas unser Problem. Das hat eine schwierige Seite und vielleicht psychologisch auch eine ganz gute. Die schwierige Seite ist natürlich, dass sozusagen unser Außenhandel, unsere Exporte zurückgegangen sind, nach China, nach Lateinamerika, aber eben auch nicht so gewachsen sind wie gehofft in Europa. Aber die vielleicht psychologisch und politisch ganz gute ist, dass hoffentlich jetzt mehr Menschen als noch vor wenigen Monaten lernen, dass die Arbeit der Bundesregierung bei dem Versuch, Europa zusammenzuhalten und zu stabilisieren, nicht irgendwie rausgeschmissenes Geld ist, sondern dass die Investition in die Stabilität Europas in unserem eigenen Interesse ist. Und dass diejenigen, die sich als Alternative für Deutschland präsentieren und Euro und Europa in Frage stellen, im Kern die Leistungsfähigkeit unserer Volkswirtschaft in Gefahr bringen. Und ich finde, das muss man öffentlich mal ein bisschen öfter sagen. Als Professor im öffentlichen Dienst oder ehemaliger Lobbyist ist es einfach, Europa in Frage zu stellen. Wenn die eigene wirtschaftliche Leistungsfähigkeit oder der Arbeitsplatz als Facharbeiter oder Angestellte daran hängen, dann finde ich, muss es darum gehen, dass wir alles dafür tun, Europa wieder auf Wachstumskurs zu bringen. Dafür ist unzweifelhaft nötig, dass Länder beispielsweise wie Italien oder Frankreich ihre überfälligen Strukturreformen vom Arbeitsmarkt über Bürokratie bis hin zum Steuersystem voranbringen. Keine Frage. Es gibt übrigens zwei Länder, die 2003 die Maastricht-Kriterien nicht erfüllt haben, Deutschland und Frankreich. Allerdings mit einem großen Unterschied. In Deutschland war das verbunden das Jahr der Agenda 2010, der Beginn der Sozialreform. Frankreich hat nichts gemacht unter dem damaligen Präsidenten, sondern nur neue Schulden. Wir haben aber damals auch es nicht geschafft, zeitgleich mit Sozialreformen noch 20 Milliarden Euro im Haushalt einzusparen. Das wäre nämlich zu Lasten der Investitionen gegangen. Und deswegen ist der Kurs, den wir in Europa brauchen, der, dass wir die Modernisierung der Volkswirtschaften, die Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit verbindlicher machen, aber gleichzeitig auch Wachstumsinvestitionen brauchen. Übrigens aus meiner Sicht am besten im Bereich Breitband und Energieeffizienz. Beides Aufgaben, die Arbeitsplätze schaffen, die die Wettbewerbsfähigkeit in Europa erhöhen und auch noch dazu beitragen, der Umwelt zu helfen. Das, glaube ich, muss in das Gleichgewicht kommen. Deswegen ist die Politik des neuen Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker, hier einen starken Impuls beim Thema Wachstum zu legen, genau der richtige, wie ich übrigens auch richtig finde, dass die Kommission sagt, im Mittelpunkt der europäischen Politik muss das Thema Reindustrialisierung stehen. Ich würde mir nur wünschen, dass wir vor allen Dingen eines schaffen in Europa, dass das, was wir am Sonntag an Industriepolitik formulieren, von Montag bis Freitag nicht durch andere Beschlüsse konterkariert werden. Wir brauchen in Europa nicht sozusagen ein Jahr, nachdem die neuen CO2-Regeln für die Automobilindustrie in Kraft gesetzt worden sind, die nächste Regulierung, die sozusagen beginnt, die erste oder die letzte zu überholen. Und wir brauchen, und da bin ich jedenfalls der Bundeskanzlerin außerordentlich dankbar, eine Energie- und Klimapolitik in Europa, die sicherstellt, dass die im internationalen Wettbewerb stehende energieintensive Industrie in Deutschland und Europa keine zusätzlichen Lasten erfährt, weil das Ergebnis nicht sein wird, dass es weniger CO2 in der Atmosphäre gibt, sondern dass es weniger Industrie in Europa gibt. Und es ist eben fahrlässig, so zu tun, als sei es nicht so schlimm, wenn der ein oder andere Teil der Grundstoffindustrie aus Europa verschwindet.
Damit verschwinden ganze Wertschöpfungsketten und gerade die müssen wir verteidigen, meine Damen und Herren. Wenn es etwas gibt, was dieses Land vielleicht klüger gemacht hat als manch andere, dann war es, dass wir rund um das Jahr 2000 nicht auf diese Vorschläge gehört haben, wir sollten uns doch von der Produktion, vom verarbeitenden Gewerbe, von der Industrie verabschieden und sollten in Dienstleistungen setzen, auf Finanzmärkte und auf, manche haben gesagt, auf Forschung und Entwicklung. So als könne man an einem Standort Forschung und Entwicklung betreiben und Produktion an einem anderen. Also die Erfahrung ist eher, dass die Produktion dann zuerst geht und die Forschung und Entwicklung hinterher. Wir haben das nicht mitgemacht, diese Teilung in New Economy und Old Economy, und wir sind übrigens dafür ausgelacht worden. Ich kann mich noch gut erinnern, was britische und amerikanische Regierungen und Ökonomen uns damals lächerlich gemacht haben, dass wir zu Old Europe und zur Old Economy gehören würden. Heute ist es so, dass unser Land Gott sei Dank seine Basis nach wie vor in industrieller Produktion und verarbeitetem Gewerbe hat. Viele der Dienstleistungen, die wir haben, haben wir nur deshalb, weil wir industrielle Produktion und verarbeitetes Gewerbe haben. Und andere müssen deshalb über Reindustrialisierung reden, weil sie diesem verhängnisvollen Kurs damals gefolgt sind. Dass wir das nicht brauchen, ist das eine. Aber das heißt eben auch, dass wir alles dafür tun müssen, dass diese Basis unserer Wertschöpfung in unserer Volkswirtschaft nicht in Gefahr gerät, sondern im Gegenteil, dass wir sie und ihre Wettbewerbsbedingungen in den nächsten Jahren wieder weiter verbessern. Und dafür allerdings gibt es ein paar Herausforderungen, die wir angehen müssen, ganz egal, wie die Wachstumszahlen sich entwickeln und bei denen wir selbst bei besserem Wachstum nicht sozusagen so tun können, als ginge uns das nichts an. An erster Stelle steht natürlich das Thema, Herr Kramer, das Sie selber aufgerufen haben, gemeinsam mit Gewerkschaften und vielen anderen, das Thema Investitionen in Deutschland. Übrigens nicht nur in die öffentliche Infrastruktur, sondern was mir wesentlich mehr Sorgen macht, ist die seit über 10 Jahren wachsende oder besser gesagt sich schlechter entwickelnde Nettoinvestitionsquote in den Unternehmen. Wir haben 5 Billionen Euro privates Vermögen in Deutschland, aber wir sind nicht in der Lage, öffentliche Infrastruktur voranzubringen und wir haben zu wenig Investitionen in den Unternehmen selbst. Das, glaube ich, wird jedem schnell einleuchten, dass das unsere Wettbewerbsfähigkeit nicht nur erst auf längere, sondern auf mittlere Sicht schon gefährdet. Deswegen haben wir darüber zu sprechen, was wir da tun können. Die Bundesregierung selber hat 2 Maßnahmen in Gang gesetzt. Erstens, wir geben 5 Milliarden mehr aus in dieser Periode für die Verkehrsinfrastruktur. Aber was noch wichtiger ist, wir entlasten am Ende in wenigen Jahren die Gemeinden in Deutschland um 10 Milliarden Euro. 4,5 Milliarden haben wir gerade in diesem Jahr geschafft. Der Rest soll bis 2017, 2018 kommen. Warum ist das so wichtig? Weil natürlich mehr als die Hälfte, früher waren das sogar 2/3 der öffentlichen Infrastrukturinvestitionen, nicht vom Bund und nicht von den Ländern gemacht werden, sondern von den Städten und Gemeinden. Ich glaube ohnehin, dass die Entwicklung von Städten und Gemeinden uns besonders am Herzen liegen muss. Hat nichts mit, so sehr mit Wirtschaftspolitik zu tun, aber ich glaube, dass Heimat ein ziemlich moderner Begriff ist in einer Zeit, in der sich immer mehr und immer schneller verändert, wollen Menschen auch sicheren Grund unter den Füßen haben. Und wenn ich mir angucke, was in Köln mit 5000 Hooligans und Rechtsradikalen passiert hat, dann muss man wohl sagen, dass wir in Deutschland offensichtlich ein paar Zustände haben, wo Menschen nicht mehr lernen, was in unserem Land möglich ist und nicht möglich ist. Und damit das nicht zunimmt, finde ich, müssen wir dafür sorgen, dass unsere Städte und Gemeinden in Ordnung sind, denn verwahrloste Städte und Gemeinden erzeugen verwahrloste Köpfe und Seelen. Und um das zu verhindern, finde ich, ist gerade die Investition in den Kommunen von besonderer Bedeutung. Und dabei geht es natürlich ganz oft auch um Städtebau, um vieles, was da wichtig ist und auch um Investitionen in die öffentliche Infrastruktur. Trotzdem reicht das nicht. Das ist uns, glaube ich, allen klar. Ich glaube nur nicht, oder sagen wir es mal so, ich kann die Reden, die ich selber oft genug gehalten habe, dass wir jedes Mal im Haushalt, vor mir sitzt Herr Brühl und der, ich weiß gar nicht, ob ich habe keine Brille auf, aber normalerweise müsste da der frühere, bist du's? Ja, doch. Ich habe keine Brille auf, sieht aus wie der frühere Entwicklungshilfeminister, aber ich weiß nicht, was es ist. Die Mütze fehlt, hat einer gesagt. Also bist es tatsächlich Dirk. Ich bin in dem Alter, dass ich, meine Tochter lacht mich darüber aus, dass ich schon keine allzu langen Arme mehr habe, um das Handy noch lesen zu können. Aber
zurück zum Thema. Ich glaube, dass wir aufhören müssen, uns ständig vorzumachen, dass die öffentlichen Haushalte in der Lage wären, aus sich alleine heraus die Infrastrukturinvestitionen zu stemmen, die wir in unserem Land brauchen. Wenn wir es ernst meinen mit der Schuldenbremse, dann wird das in den kommenden Jahren nicht ausreichen. Was wir machen müssen, ist die Mobilisierung privaten Kapitals sowohl für die öffentliche Infrastruktur als auch die Bedingungen verbessern für private Unternehmen. Nun weiß ich, dass es da oftmals auch natürlich um steuerliche Anreize gibt. In Deutschland ist der Steuerspartrieb ausgeprägter als der Sexualtrieb. Und deswegen, vor mir sitzt Bernd Rürup, der kann Ihnen das nachweisen, weil nicht persönlich, Bernd, das meine ich nicht, sondern... Nein, der kann rechnen und der kann Ihnen nachweisen, dass sozusagen die demografische Kurve nach unten geht und die des Vermögens nach oben. Ob das was miteinander zu tun hat, kann man noch mal überprüfen. Aber ernsthaft gesprochen, wir müssen es schaffen, auch Anreize zu setzen, bis hinein zum Beispiel in Wachstumskapital für junge Unternehmen. Wir haben eine ganz gute Gründungskultur, kann noch besser werden. Aber das eigentliche Problem in Deutschland liegt inzwischen in der Phase nach der Unternehmensgründung. Dann, wenn Wachstum Internationalisierung angeht. Und ich habe irgendwie doch schon als ein bedrückendes Gefühl empfunden, dass ich in die Startup Factory in Berlin gehe, lauter junge Leute aus der ganzen Welt, die da kluge Ideen entwickeln, und mir dann Erik Schmidt von Google begegnet, der dort guckt und in diese Unternehmen investiert, aber kein deutscher Unternehmer, der da rumläuft. Und deswegen sage ich, es kann nicht sein, dass wenn wir über Wachstumskapital reden, Venture Capital reden, am Ende die Fantasie endet bei einem neuen Fonds der KfW. Sondern es muss auch eine Kultur der Investitionen in solche Unternehmen geben. Man muss nicht gleich die amerikanische Kultur kopieren, obwohl ich auch froh wäre, wenn das Scheitern einer Idee nicht dazu führen würde, dass man als nächstes Mal sozusagen im Pensionsalter eine Chance auf einen Kredit kriegt in Deutschland. Aber es muss auch möglich sein, dass Unternehmen in Deutschland selbst überlegen, in welchen Bereichen können wir eigentlich Venture Capital investieren. 15 Milliarden US-Dollar in Kalifornien pro Jahr. Ich glaube, in Deutschland waren es im letzten Jahr 670 Millionen Euro. Das ist eine homöopathische Dosis. Und das, glaube ich, müssen wir verändern. Das kann nicht immer nur bei der staatlichen Finanzierung ändern. Also wir werden Bedingungen verändern müssen, auch in diesem Bereich. Also wenn jemand einsteigt in ein junges Unternehmen und als erstes Verlustvorträge vorfindet, für die er dann die Steuern zahlen soll, dann wird die Anzahl von Unternehmen, die einsteigen, vermutlich eher überschaubar bleiben, weil so weit geht der Altruismus dann auch nicht, dass man sich an einem Unternehmen beteiligt, um dessen Steuerschulden zu bezahlen. Deswegen muss der 8c geändert werden. Und es gibt eine ganze Reihe an anderen Bedingungen, die wir verbessern können. Sie haben heute sicher in der FAZ mitgekriegt, dass wir einen Vorschlag erarbeitet haben zum Thema Bürokratieabbau. Dazu zählt zum Beispiel auch, dass ich mich gefragt habe, kann man nicht in Deutschland junge Unternehmen mal in den ersten 3 Jahren von ihren Berichts- und Statistikpflichten weitgehend freistellen? Ich vermute, dass das Land nicht zusammenbrechen wird. Und ich vermute auch, dass Europa hinreichend genug Informationen bekommen wird, auch wenn die ersten 3 Jahre mal nichts kommt. Also solche Maßnahmen, finde ich, gehören mit dazu. Es muss darum gehen, dass wir Investitionen in Deutschland stärken. Und das geht nur durch veränderte Rahmenbedingungen und nicht dadurch, dass der Staat alles selbst finanzieren muss. Zu dem Thema Investitionen gehört natürlich das Thema Digitalisierung und zuallererst die Infrastruktur im Breitband. Aber ich will, dazu ist schon viel gesagt, auch da glaube ich, dass es eher darum geht, Regulierung zurückzunehmen, um Unternehmen wie der Telekom auch die Chance zu geben, das Geld zu verdienen, das sie haben muss, wenn sie in die ländliche Telekommunikationsinfrastruktur investieren will. Ich glaube nicht, dass das alles durch den Staat finanziert werden kann und muss. Aber wichtiger finde ich, auf dem Arbeitgebertag zu sagen, dass wir uns, glaube ich, verdammt anstrengen müssen, damit sich ein Tatbestand ändert. Die GfK-Untersuchung, nach der mehr als 70% des deutschen Mittelstandes Digitalisierung nicht als ihr Thema verstehen, die hat mich allerdings ernsthaft erschreckt. Denn wenn etwas auf uns zukommt, dann natürlich die völlige Veränderung von Geschäftsmodellen durch eine weltweite digitale Ökonomie. Der Glaube, nur weil wir das Produkt selbst besser beherrschen als andere, wäre sozusagen automatisch auch das Geschäftsmodell, das danach kommt, mit uns verbunden, den teile ich nicht. Es ist nicht entschieden, wer der Innovationstreiber der digitalen Ökonomie wird. Ob es die deutsche Automobilindustrie, der deutsche Anlagenbau, die deutsche Chemie, der Stahl bleibt, oder ob es die Datenkonzerne werden, die heute über die Daten verfügen, die sie zur Industrie 4.0 auch benötigen.
nach dem Produkt und seiner Herstellung kommen jetzt sozusagen durch die Nutzung des Produkts neue Daten auf Plattformen, die Wertschöpfung aus der Nutzung des Produkts generieren. Und ich glaube, dass wir sehr viel dafür tun müssen, dass gerade der deutsche Mittelstand das auch als sein Thema aufgreift. Wir werden im Wirtschaftsministerium dafür in den kommenden Jahren bis zu 500 Millionen Euro bis 2017/18 zur Verfügung stellen, um gerade für den deutschen Mittelstand diese Prozesse stärker transparent zu machen und sie auch zu beteiligen. Aber ich glaube, es geht auch ein bisschen darum, dass wir werben dafür, dass diese große Herausforderung angenommen wird, weil sie auch eine große Chance ist. Wir sind der Industrialisierer der Welt. Wir sind diejenigen, die sozusagen für die Industrialisierung die Produkte liefern. Und deswegen ist bei uns sozusagen eine große Chance, dass wir zum Beispiel Industrie 4.0 auch in Zukunft als Erfolgsmodell nutzen. Denn seit 200 Jahren kann unser Land eins besonders gut: neue Produkte und Verfahren erfinden und in die vorhandene Produktions- und Dienstleistungsstruktur integrieren und daraus neuen Erfolg zu machen. Eben nicht Old und New Economy zu trennen, sondern immer über die Next Economy nachzudenken. Und deswegen glaube ich, ist das eine der ganz großen Herausforderungen unseres Landes, wo es natürlich auch um Förderung geht, natürlich auch um Infrastrukturausbau. Aber es geht auch darum, dass wir das Thema annehmen und daraus eine Chance machen. Die zweite große Herausforderung neben der Infrastruktur ist natürlich das Thema Fachkräfte. Die Bundesregierung hat 6 Milliarden Euro mehr für Bildung in den Ländern bereitgestellt und übrigens auch 3 Milliarden Euro mehr in dieser Periode für Forschung. Wir gehen davon aus, dass die Bundesländer diese 6 Milliarden Euro auch nutzen für Investitionen in Bildung und nicht für denkbar andere interessante Dinge. Das, finde ich, gehört auch dazu, wenn wir redlich miteinander Verträge machen. Aber ich glaube, das reicht noch nicht aus. In diesem Jahr haben wir zum ersten Mal eine Situation, wo mehr junge Menschen einen akademischen Bildungsweg begehen als den in der dualen Ausbildung. Der Rest der Welt beneidet uns um die duale Berufsausbildung und ausgerechnet in unserem Land gehen zum ersten Mal mehr junge Leute in eine akademische Ausbildung und brechen hinterher mit manchmal über 40% ihr Studium in den ersten 4 Semestern ab. Also verschenken letztlich 2 Jahre in ihrer beruflichen und persönlichen Entwicklung. Ich glaube, dass wir da was machen müssen. Wir müssen mehr tun für die Gleichrangigkeit beruflicher Bildung und akademischer Bildung. Wenn wir jetzt das BAföG erhöhen, muss das Meister-BAföG mit erhöht werden. Und wenn wir über unsere Qualifikationswege für junge Leute nachdenken, dann finde ich, muss man sich mal anschauen, ob das, was wir in den letzten Jahren, weil wir zu wenig Ausbildungsplätze hatten, an Warteschleifen organisiert haben, ob wir das nicht wieder ein Stück abbauen. Ich mache Ihnen mal ein Beispiel. Ich habe erst, als ich 15, 16 Jahre alt war, habe ich Realschule gemacht. Was war der klassische Weg eines Realschülers? Entweder hat sich entschieden, er geht ins Gymnasium, in die Klasse 11. Das, sagen wir mal, war mit einigermaßen Mut verbunden damals. Und das Zweite war, sie machten eine Berufsausbildung. Und wenn sie dann weitermachen wollten, gingen sie in die Klasse 12 der Berufsoberschule, machten Fachabitur und dann an die Fachhochschule. Dann hatten wir zu wenig Ausbildungsplätze. Dann haben wir in vielen Ländern die Klasse 11 der Berufsoberschule eingeführt und haben die Realschüler danach in die Klasse 11, in die Klasse 12 und dann ins Sozialpädagogikstudium geschickt. Nichts gegen Sozialpädagogen. Aber wir haben sozusagen richtig orientiert auf 11, 12 Fachabitur, Studium. Und was halten Sie davon, wenn wir mal darüber diskutieren in Deutschland, ob wir diese Warteschleife, die Klasse 11, nicht wieder abschaffen? Keiner wird daran gehindert, Abitur zu machen. Keiner wird daran gehindert, zu studieren. Sondern entweder er geht in die 11 oder er macht Berufsausbildung und dann in die 12 und in die Fachhochschule. Aber es wird mal eine Perspektive dafür eröffnet, dass eine qualifizierte Berufsausbildung möglicherweise weit mehr zur Eigenständigkeit, weit mehr zu einem guten Leben, weit mehr zu einer beruflichen Entwicklung beiträgt, als manches Studium, das man vielleicht aus fehlender Perspektive irgendwann ergriffen hat. Wir müssen mehr tun für die berufliche Bildung. Letzte große Herausforderung, aus meiner Sicht die größte, ist das Thema Energiepolitik. Wenn in den 80er und 90er Jahren die Wettbewerbsfähigkeit von den Arbeits- und Sozialkosten abhing, dann wird sie jetzt in diesen Jahren und Jahrzehnten abhängen von den Rohstoff- und Energiekosten. Und da in der Tat ist nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa inzwischen auf einem schwierigen Weg. Ich habe mit
der Bundeskanzlerin einen deprimierenden Abend gab. Das lag nicht an uns beiden, wie Sie vielleicht denken, sondern an den Gästen, die wir hatten. Das waren die 12 großen Energieversorger Europas. Und wir haben zwei Dinge gedacht. Wir haben gedacht, erstens, die beschimpfen uns für die EEG-Umlage. Das haben sie nur in Maßen getan. Und die zweite haben wir gedacht, die fordern uns jetzt auf, Fracking zu organisieren, weil das den großen Unterschied zu den USA machte. Das Gegenteil war der Fall. Die haben uns gesagt, der große Unterschied zwischen den USA und Europa besteht in dem fast völligen Fehlen der Steuern und Abgaben auf Energie, die wir in Europa kennen. Warum ist das deprimierend? Weil natürlich diese Steuern und Abgaben längst ein veritabler Teil der Staatsfinanzierung in Europa ist. Und deswegen ist es nicht ganz einfach, schnelle sozusagen Antworten auf die Frage zu haben, wie wir da runterkommen, was wir aus meiner Sicht tun müssen, wenn wir die Wettbewerbsfähigkeit erhalten wollen. Einer der ersten Schritte war, dass wir mit dem EEG mal begonnen haben, den permanenten Anstieg der EEG-Umlage auszubremsen. Ich habe jetzt gelesen in den letzten Tagen, das sei ja überhaupt nicht stark gesunken. Ich meine, es ist das erste Mal nach 14 Jahren, dass die EEG-Umlage nicht angewachsen ist. Und stellvertretend für die, mit denen wir das gemacht haben, danke ich Horst Seehofer für die konstruktiven Beiträge der Länder, dass wir das geschafft haben. Weil das nur geht, wenn nicht jeder seine eigene Energiepolitik macht. Und wir werden aber mehr tun müssen. Ich habe heute an Ihrem Arbeitgebertag keinen Vorschlag, was wir da so bilderbuchmäßig machen können. Ich glaube nur, dass wir so, wie wir die Agenda 2010 brauchten, jetzt eine Energieagenda 2020 oder 2030 brauchen, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern in Europa. Das wird eine der großen Aufgaben. Bei uns ist die Aufgabe, mal die Energiewende zu systematisieren. Wir haben ja irgendwie gedacht, je schneller wir Windräder bauen, desto schneller kommt die Energiewende. In Wahrheit, je systematischer wir es machen, desto besser läuft sie. Wir haben irre Zustände. Wir produzieren im Norden Strom zu viel, verschenken den oder drücken ihn den Polen ins Netz. Die müssen ihre Kraftwerke runterfahren, schreiben rote Zahlen und sagen uns, so hätten sich Europa eigentlich nicht vorgestellt. Im Süden schalten wir ein Atomkraftwerk nach dem anderen ab, haben aber keine Leitung und bitten die Österreicher, uns mit alten österreichischen Ölkraftwerken den Strom zu liefern. Die Kollegen in Österreich kommen vor Lachen nicht in Schlaf, weil sie erstens nicht gedacht hätten, dass sie überhaupt noch mal mit den Dingern Geld verdienen, aber dass sie das für den Klimaschutz in Deutschland tun, das allerdings ist eine Karnevalsveranstaltung. Netzausbau, europäische Integration, mehr und nicht weniger Europa in der Energiepolitik. Und übrigens die Aufgabe, die jetzt vor uns steht, zu entscheiden, wie wir die Überkapazitäten in Europa und in Deutschland abbauen, aber gleichzeitig die Kapazitäten erhalten, die wir brauchen, wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint. Das kann nach meinem Eindruck nicht die Lösung sein, dass wir alle Überkapazitäten quasi über den Strompreis subventionieren, sozusagen Hartz IV für Kraftwerke, nicht arbeiten, aber Geld kriegen. Das wird nicht gehen. Ja, das ist keine Verleumdung von Hartz-IV-Empfängern. Manchmal kriegen die keine Arbeit, wollen aber arbeiten. Die Kraftwerke wollen auch arbeiten, aber sie verdienen am Markt jedenfalls derzeit nicht Geld, um wirtschaftlich arbeiten zu können. Trotzdem werden wir einen nicht unerheblichen Teil brauchen. Wir diskutieren jetzt diese beiden Mechanismen, Kapazitätsmärkte und marktbasierte durch den Strommarkt sozusagen ausgelöste Preissignale, die die Kapazitäten dann vorhalten. Ich will sozusagen der Debatte nicht vorgreifen, aber jedenfalls eins scheint mir klar zu sein. Die Addition von Sonderregeln und das Herausnehmen aus den Marktmechanismen in der Energiepolitik, die macht am Ende Strom unbezahlbar. Nicht für die Verbraucherinnen und Verbraucher alleine, sondern vor allen Dingen für die, die damit wirtschaftlich erfolgreich arbeiten müssen. Ich glaube also, das Lösen, das Systematisieren der Energiewende ist die Hauptaufgabe dieser Legislaturperiode. Geht nicht darum, alles neu zu erfinden, sondern in ein Verhältnis zueinander zu bringen, dass man den Eindruck hat, es gibt eine stringente Energiepolitik in Deutschland und in Europa. Investitionen in Infrastruktur, in die Unternehmen und in die Digitalisierung, Fachkräfte und Energiepolitik, das sind die großen Herausforderungen, vor denen wir stehen. Aber natürlich gibt es auch ein paar andere Dinge, die ich heute wegen der Redezeitbegrenzung dann nicht mehr aufrufe, sondern nur stichwortartig nenne. Zum Thema Bürokratieabbau habe ich Ihnen schon was gesagt. Den Rest habe ich heute Morgen gelernt, kann man in der Zeitung nachlesen. Ich hoffe, dass wir eher noch ein paar Anregungen bekommen, was wir noch zusätzlich machen können,
Also dass wir die Punkte, die wir jetzt entwickelt haben, allzu schnell so zusammengestrichen werden, dass da am Ende nichts von übrig bleibt. Also Herr Kramer, wir sind für alle Ideen, bei denen Sie nicht gleich wieder einen Kurswechsel machen wollen. Das werden wir, das finde ich, gehört zur Fairness einer solchen Veranstaltung, glauben wir, ist nicht nötig, weil der Kurs in Deutschland immer sein muss, die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen und dabei gleichzeitig faire und soziale Beteiligung zu schaffen. Das, finde ich, ist der Kurs, den die Bundesregierung eingeschlagen hat und auch beibehalten soll. Aber beim Bürokratieabbau, glaube ich, können wir alle miteinander noch eine ganze Menge machen. Ich finde zweitens, dass wir die Tarifeinheit schaffen müssen. Ich finde, dass die Vorschläge dafür der Arbeitsministerin gut sind. Ich darf mir in Ihrem Kreis die Bemerkung erlauben, ich bin ja auch als Sozialdemokrat eingeladen, dass eine gewisse Ironie hat, dass jetzt ein großer Teil derjenigen, die uns als Sozialdemokraten vor 10 Jahren aufgefordert haben, Flächentarifverträge und Gewerkschaften auf Bundesebene möglichst klein zu halten und möglichst viel betriebliche Lösungen zu erzeugen, dass die jetzt merken, dass das vielleicht keine so gute Idee gewesen ist, sondern dass es was für Arbeitgeber und für Arbeitnehmer Vernünftiges ist, wenn man verlässliche Tarifvertragsstrukturen hat und nicht, naja, dass wir so wenig Streiks haben in Deutschland. Bei uns wird ja mehr Zeit durch überflüssige Grußworte von Politikern vergeudet als durch Streiks bisher. Das ist ja ein Zeichen für den sozialen Frieden in unserem Land. Das finde ich, sollten wir nicht aufs Spiel setzen. Deswegen bin ich für die Tarifeinheit. Und drittens, damit das klar ausgesprochen ist, natürlich müssen wir ein gemeinsames Interesse haben an der Entwicklung des Freihandels in der Welt. Das kann nicht sein, dass wir sozusagen aus Angst vor der eigenen Courage die letzte, vielleicht die letzte Chance verpassen, gemeinsam mit den Vereinigten Staaten die Bedingungen des Freihandels in der Welt zu bestimmen. Und zwar mit besseren Standards als in der Vergangenheit und nicht mit schlechteren. Verpassen wir diese Chance, wird das nächste Freihandelsabkommen, das die Welt bestimmt, eines sein zwischen den USA und China. Und mit Sicherheit wären die Standards andere, als wenn Europa verhandelt. Das heißt nicht, dass es nicht Dinge zu klären gibt. Schon die alte Bundesregierung hat zu Recht angemerkt, dass spezielle Schiedsgerichte zwischen zwei entwickelten Rechtsstaaten eigentlich überflüssig sind. Aber es geht nicht, wie in der Öffentlichkeit der Eindruck vermittelt wird, um Standardabsenkung. Es geht übrigens auch nicht um das Chlorhuhn. Ich meine, es war ja schon eine putzige Debatte, dass monatelang über etwas debattiert wurde, was gar nicht Gegenstand des Freihandelsabkommens ist. Ansonsten aber Menschen gerne in die USA fahren und dort Hühnchen essen oder ihre Kinder in Swimmingpool schicken, wo vermutlich mehr Chlor ist, als jedes Huhn in Amerika jemals erleben wird. Zum Erleben tun sie es ja ohnehin nicht. Ich bin auch nicht sicher, ob das Füttern mit Antibiotika in der europäischen Landwirtschaft gesünder ist als das Töten der Bakterien durch Chlor. Bin ich so ganz sicher. Wir müssen diese Debatte entmystifizieren. Es geht nicht darum, dass sozusagen es keine schwierigen Themen in dem Abkommen gäbe. Es geht nicht darum, dass wir sozusagen nicht auch Anforderungen stellen müssen. Aber wir dürfen doch nicht das Thema so kaputt reden, dass am Ende die beiden größten Volkswirtschaften der Erde, die USA und Europa, nicht in der Lage sind, gemeinschaftlich Standards für den Welthandel zu entwickeln. Wie gesagt, die Standards, die danach kommen, wird keinen Kritiker von TTIP oder CETA sozusagen in eine bessere Situation bringen. Also, meine Damen und Herren, ich glaube, wir haben eine Menge miteinander zu tun, keine Frage. Aber das Land hat eigentlich alles, was es braucht, um diese Herausforderung zu bewältigen. Wir haben exzellente und qualifizierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Übrigens beim Thema Fachkräfte bin ich nach wie vor der Überzeugung, dass wir neben allem Suchen im Ausland auch noch mehr investieren müssen in unsere eigenen jungen Leute. Wenn mehr als die Hälfte der jungen Leute mit Migrationshintergrund keine Berufsausbildung machen, dann kann das nicht daran liegen, dass sie zu blöd sind. Sondern muss was nicht stimmen mit dem Thema Bildung und Förderung und möglicherweise mit dem Thema Kultur, dass man nach Schule nicht zuallererst Geld ins Haus bringt, sondern eine Ausbildung macht. Ich glaube, dass das längst nicht ausgeschöpft ist. Also wir haben genug junge Leute und qualifizierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Wir haben hochflexible Unternehmen, innovativ. Und ich glaube auch, wir haben sozusagen ausreichend ökonomische Stärke, um das, was der Staat zur Bewältigung dieser Herausforderung mitbieten muss, das auch sozusagen als Kraft auf die Straße zu bringen. Dass das nicht immer sozusagen in jeder Einzelfrage gemeinsame Meinungen gibt, habe ich mir sagen lassen. Das wird sich wohl auch in Zukunft nicht ändern. Trotzdem finde ich, dass das Modell der sozialen Marktwirtschaft, wo Arbeitgeber, Gewerkschaften und übrigens auch verantwortungsbewusste Politik
miteinander trotz mancher kritischer Fragen am Ende eine gemeinsame Linie für dieses Land gefunden haben. Das ist eine große Erfolgsgeschichte unseres Landes. Auch das haben ja andere manchmal verlacht. Heute beneiden sie uns um die soziale Marktwirtschaft unseres Landes. Die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber Deutschlands haben daran einen riesigen Anteil. Dafür danke ich Ihnen herzlich und danke Ihnen auch, dass Sie mir so lange zugehört haben.